Die Schweiz. Kleines Land, großes Eishockey. 14 Spielstätten mit den besten Fans. Die Highlights und alle wichtigen Geschichten jetzt. Herzlich willkommen zu der Highlights-Show vom heutigen Abend. Ein Highlight ganz klar für Luca Giannazzi ist heute durch jede Kamera gereicht worden für ein Bild. Bei seinem ersten National League-Spiel als Head Coach vom HC Lugano hätten wir nie im Leben gedacht, als wir heute Morgen sind aufgestanden weil sie und das Spiel mit dem Chris McSorley vorbereitet haben. Und erst um 4:06 kommt die Meldung, Chris McSorley weg. Ja, es war effektiv ein bisschen crazy gewesen. Ja, auch bei uns. Wir haben grundsätzlich alles ein bisschen anders geplant, aber das ist eigentlich ja natürlich nicht schön für ihn, dass er entlassen worden ist, aber es zeigt die Dynamik, die im Sport herrscht. Und dann auf einmal ein Name da, den man erst aus dem Nachwuchs kennt hat, nämlich der Giannazzi, der U20-Trainer ist, assistiert heute worden von Christo Cantoni. Kennen wir ein bisschen, ein ehemaliger Spieler, der jetzt aktuell bei der U17 ist. Und ja, so schnell geht es manchmal. Kann man das sagen? Ein dritter unserer Runde ist der Raffi Walser, der heute laufend eure Inputs reinbringt und vor allem auch die Übersicht über das Ganze hat, Raffi. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an dem Hockey am Samstag, dem Abend, wo es sehr viele spannende Spiele gegeben hat. 5 an der Zahl und ich kann euch da gerade Übersicht geben von diesen Spielen, die wir heute bei uns hatten. Das ist Aschua Genf, Ambri gegen Langnau, Biel gegen Kloten, der Lausanne Aschsee gegen den Meister EVZ und unser Hauptspiel Lugano gegen den HCD. Und ja, durch den ganzen Abend durch, da hat sich das Thema Powerplay gezogen. Aber ein kleiner Strich durch die Rechnung hat uns eben die Nachricht gemacht. Ihr habt uns ja das schon wunderbar gesagt. Die Entlassung von Chris McSorley in Lugano. Das ist wirklich die Meldung von der Sekunde. Und ich würde sagen, wir schauen uns doch gerade die Highlights an von dem Match Lugano gegen den HC Davos. Sehr gern. Alles hat gestartet in der 7. Minute durch eine Chance vom Andres Ambühl. Davos hat eigentlich besser gestartet, oder? So viel kann man sagen. Ja, Davos ist wirklich ein bisschen wie die Feuerwehr aus der Garderobe kommt. Der Andres Ambühl relativ früh eine gute Chance gehabt, aber eben gegen sehr einen grossen Goalie. Und darum hat er einen Backhand so nicht können verstecken, wie er sich das gewünscht hat. Nachher haben wir immer über das beste Powerplay von der Liga, von den Davosen geredet. Aber die Luganesi im Powerplay können sie die Szene gerne noch anschauen. Das wäre nämlich das 1-0 gewesen. Also eigentlich ein guter Start von den Davosern. Und dann kommen die Luganesi zum Powerplay und tada. Ja, da haben sie wirklich nicht lange gefackelt. Das ist Alatalo, der von der blauen Linie schiesst, sehr schön bedient wird vom Grandlund. Da sieht man den Pass gut. Und vor dem Goal zwei Spieler, also Darko Bello, der versucht, noch die Sicht zu nehmen vom Mäschlimann. Aber ich glaube, der Schlüssel war da gewesen, wirklich, nachdem sie ja nicht wirklich erfolgreich waren, generell im Powerplay, möglichst schnell den Puck aufs Goal zu bringen. Und wie gesagt, Morini und Darko Bello vor dem Goal sehr einen guten Job gemacht. Kann man das sagen? Das beim 1-0. Und dann können wir eigentlich direkt ins 2-0 reingehen von Lugano, weil das ist eine von den Geschichten vom Abend. Der neue Coach, der 29-jährige ehemalige jetzt, oder am Dienst gewesen, besitzen, U20 Head Coach, nimmt der Marco Zanetti in die dritte Linie, der 20-jährige. Der ist in seinem 4. National League Spiel und trifft in so einem Moment für seinen Club so wichtig zum ersten Mal in der National League. Ja, sicher ein glückliches Goal, aber gut gespielt vom Riba von der blauen Linie. Herr Pogro bedient ihn und er sieht, dass die Schusslinie offen ist. Und der Zanetti, wie du gesagt hast, kann sich sehr gut ablenken und sicher aus Sicht von Lugano glücklich, dass am Zanetti sein Schuss dann auch noch abgelenkt worden ist vom Nygren, vom Verteidiger von Davos. Und dann im Schluss natürlich der Goalie von Davos, der Eschlimann, chancenlos. Also sprich, die Luganesi hatten auch ein bisschen Glück gehabt, weil sie ein Goal erzielt haben. Und sie haben aber auch einen gehabt, das ist der Grund gewesen, wieso sie keine Goal bekommen. Mikko Koskinen im Goal. Schauen Sie hier stellvertretend so eine Chance vom Stranski aus der 23. Minute. Respektive, mal haben wir. Nein, Pristet ist es. Schon die nächste. Gut. Pristet, wo Marco Bello den Böck kann abluchsen. Auch hier wieder Koskinen, der sehr, sehr ruhig bleibt. Ich glaube, er hat den Verladen versucht, durch beide zu spielen. Und da sehen wir aber schon wieder eine Chance vom HC Davos, respektive eine erste, zweite Chance und dann das Goal von Simon Knack. Und das war so ein bisschen der Gamechanger für mich in diesem Spiel. Sehr gut, wie sich der Knack zweimal durchsetzt und am Schluss kann ich das Leergoal einschieben.
Der Koskinen hat sie so lange im Spiel gehalten. Und dann kommt der Simon Knag, der Christian Wohlwend hat ihn nachher in die zweite Linie beordert, von der vierten, der Simon Knag. Und der macht dann das Goal. So unglücklich für den Koskinen und für den Bernd Wolf, der keine gute Figur macht. Ja, es ist aus Sicht von Koskinen schwierig, weil der Böck ist so ein bisschen gestanden. Und der Knag hat ihn aufs Goal gebracht. Koskinen hätte ihn nicht können richtig heben oder befestigen. Es hat den ersten Rebound gegeben, dann einen zweiten. Aber der Knack vor allem hat sehr einen guten Job gemacht, dass er dem Böck nachgegangen ist. Und irgendwann hat auch er keine Kraft mehr gehabt, den Koskinen zum Verschieben. Und der Knack hat sich können, schön versorgen. Und wir haben das noch ein bisschen angesprochen nach 2-3. Ist alles gut gelaufen beim neuen Coach, beim Luca Gianinazzi. Sie waren 2-0 in Front gewesen. Und wir haben uns dann schon gefragt, was passiert, wenn der erste Nackenschlag kommt. Nachdem alles ist gut gelaufen. Und dann ist eben das 1-2 gekommen vom Simon Knag. Und da wo er einen Lunter geschmückt und sie dementsprechend weitergegangen. Der Stranski hat 11 Minuten später, nämlich in der 55. Minute, eingenetzt zum 2-2. Ja, ist ein super Goal aus Sicht von Davos. Stranski ist eigentlich fast stehend auf der blauen Linie. Der Corvi sieht, dass er reinsticht, spielt ihm da, sieht man es gut, hat schön den Kopf oben. Sieht jetzt, wie der Stranski kommt und der setzt sich durch gegenüber dem Zanetti, den wir auch schon angesprochen haben. Natürlich einige Kilo schwerer und ein paar Zentimeter grösser. Und wenn jetzt Stranski in diesem Slot oder in dieser Position der Böck hat oder eine Chance hat zum Schiessen, dann macht er das und dann wissen wir nicht erst seit heute, dass er wirklich sehr, sehr gefährlich kann sein. Und so hat er getroffen zum Ausgleich und es ist dort ein bisschen in der Luft gelegen, mit in dem Moment vom Spiel, wo die Luganesi wirklich perplex waren, dass der halt auch noch das 3-2 kommt und das ist 57. Minute der auch gekommen. Vom Rasmussen ist seine 7. Kiste im 9. Spiel gewesen. Ja, ist aber auch da wieder der Simon Knack oder aus der eigenen Zone nach einem Bulli. Er setzt nach, wird unterstützt vom Bristet und jetzt sehen wir vor dem Goal Rasmussen, der vergessen wird. Und ich glaube aber schon, nochmal der Gamechanger war der Knack, der den Anschlusstreffer geschossen hat. Und Davos hat dann gewusst, ja, es ist etwas möglich, wir können die 3 Punkte heimnehmen. Und ich glaube, im Nachhinein ist es eben, wie ich schon gesagt habe, ist es relativ einfach, irgendwie das Spiel jetzt so zusammenzufassen. Aber vielleicht ist es effektiv so, dass einfach die erste Linie um den Arcobello, Grandlo und der Fazzini vielleicht fast ein bisschen zu viel Eiszeit hatten heute und am Schluss einfach die Kraft gefällt hat. Der Knackpunkt. Der Knackpunkt. Entschuldigung. Schlechtes Wortspiel. Wir können es nur noch verbessern heute Abend, wobei das sehr viel Spass gemacht hat, schon den ganzen Abend hocken am Samstag. Vor allem mit euch, wegen euch. Durch all eure Fragen, die ihr Sven Bergeret stellen könnt, jetzt heute die Drittelspause zum Beispiel, durch alle eure Inputs zu unserem Thema vom Tag, zum Powerplay, aber auch zu der Entlassung von Chris McSorley. Raffi Walser, du bist das Sprachrohr von allen da außen und du hast die Übersicht und was noch? Ja, ich habe noch etwas ganz Spezielles. Es hat auf vielen Eisfeldern hat sehr, sehr viel Gold gegeben heute Abend. Aber der Damiano Ciaccio, der hat heute Abend auch noch das Bewerbungsschreiben abgegeben für den Save vom Monat. Ich möchte euch das gerne schnell zeigen, was der für einen Save ausgepackt hat. Das sieht man dann auch nicht alle Tage. Also da kommen 3 Genfer auf ihn zu. Einmal, zweimal und dann noch dreimal. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es dann von hinten nochmal kommt. Da die Wiederholung. Einmal, zweimal der Schoner und noch das drittes Mal. Ich den Benjamin Antonietti. Und wir sehen es von der Hintertorkamera nochmal. Also unglaublich. Am Anfang des Monats schon fast ein Save des Monats. Ich weiss nicht, habt ihr das schon irgendwann mal in so einer Form gesehen, in der National League? Also ich mag mich nicht an einen so einen Top-Save erinnern, in dieser Saison momentan sowieso noch nicht. Oder selber erlebt? Nein, so nicht. Also wirklich ein super Save. Ich hoffe, er hat nicht den Krampf, weil er hat, glaube ich, 3 Mal wirklich ja, bis ans bittere Ende müssen gehen. Genau, aber natürlich super für ihn, dass er sich so hat können auszeichnen. Oder Antonietti wird heute auch nicht gut schlafen. Nein. Wobei es sehr darauf abkommt, wie die Partie ist ausgegangen am Schluss. Das wäre unser Teasing, unser Schmankerl gewesen für euch. Zum schnell dranbleiben, machen kurz Werbung und schauen uns dann alle Spiele nochmal an.
Herzlich willkommen zurück zu sämtlichen Highlights, die wir euch bieten können. Alle Spiele im Schnelldurchlauf sozusagen. Das ist Hockey am Samstag, wo wir seit heute, seit dem ersten Spiel von Luca Giannazzi, einen sechsten Schweizer Trainer haben in der Liga. Gestern haben wir noch fünf gehabt. Habe ich nicht recht gewusst, ob der John Faust bei Lausanne vielleicht subtrahiert wird, wo wir nur noch vier haben. Und jetzt haben wir aber sechs. Das ist so eine von den vielen Geschichten heute. Anfangen tun wir aber mit Ambri gegen die SCL Tigers. Bitteschön. Die Schweiz. Kleines Land, großes Eishockey. 14 Spielstätten mit den besten Fans. Die Highlights und alle wichtigen Geschichten jetzt. Hier sehen wir Willi Sarrière wieder auf Gästen, wieder ein Punkt bei Stern kommt. Er hat schon zwei Game-Winning-Goals auf seinem Konto, also zwei von drei Siegen gehen auf Finibein, Sieg in der Verlängerung gegen die ZC Lions und vor Wochenfrist gegen Fribourg-Gottron. Das sind eben dann seine. Plötzlich viel Platz und das 1-0 durch Flavio Schmutz. Die Tessiner, den Emmentalen, viel zu viel Platz. Plötzlich ein 3-2-1 direkt vor dem Tor. Flavio Schmutz muss hier eigentlich nur noch auf den Pass seines Mitspielers warten. Und die Scheibe, natürlich musste sie versenken. Aber perfekt natürlich gespielt in Rückwärtsbewegung. Heim vor dem Tor, Heim, Neubühler. Huren, Scheibe Richtung Tor, steht noch völlig frei und dann der Ausgleich. André Heim stockt jetzt das Ding rein. Huren mit dem Abschluss und dann da die harte Arbeit vor Bolzhauser. Das funktioniert von dem Gegenspieler schon ein wenig besser als vor dem eigenen Tor. Bürgler steht da vor Bolzhauser, allerdings auch vor dem Torhüterkreis. Noch einmal zu sehen, wird auch ein wenig Richtung Bolzhauser gestoßen und dann Heim. Schöner Pass hier ins Zentrum und dann die Möglichkeit zum 2-1 und das ist es dann auch. Nochmal zu sehen und wer war es dann da? Die 33, Valentin Hofer mit dem 2-2-1, Doppelschlag, Ambri, Abpraller und dann, ist es wirklich Hofer oder war es nicht sogar noch der Langnauer, der die Scheibe selber rein buxiert hat? Burren, Bürgler. Bürgler auf Burren, Burren auf Pestoni, Pestoni ins Zentrum! Schlechte Qualität, die Effizienz macht es aus. André Heim. Bestoni ins Zentrum, da steht er völlig frei. Muss nur noch ablenken. 3-2-1. So einfach geht's, so effizient ist das Powerplay von Ambri Piotta. Spacek, Spacek mit dem perfekten Passversuch und das nächste Tor, Valentin Hofer. Spacek mit dem weiten Querpass, Pass zurück und dann ist Langner überall, einfach einen Schritt zu langsam. Tick, Tack, Toe, Alambri Piotta. Und ein sehr weit gezogenes Tick, Tack, Toe. Katakone Stock und eine Möglichkeit für Lapinski. Und das zweite Tor für die SL Tigers. Hör noch einmal genau in Lapinskis und dann glaube ich Stocher Sturni. Die Scheibe womöglich noch rein. Nein, die wäre es, wenn schon. Nein, es ist Lapinskis. Nicht weiter diskutieren. Oscars. Langnau kann die Scheibe in der Zone behalten. Achtung, hier die Schöne zurück, Michael
Schmidt mit dem Anschlusstreffer. Noch 7 Spiele, eine Torvorlage und dann ist es mal wieder ein Tor. Marc Michaelis, der Deutsche hier mit dem Abschluss. Erwischt die Scheibe nicht perfekt, spielt keine Rolle, steht da völlig frei. Nach diesem Passversuch, Fischer ist zu spät. 35 Sekunden noch. Dann schöner Pass hier auf Spaček. Spaček! Und das ist die Entscheidung. Beisteuern, jetzt also auch noch ein Tor ins leere Tor. Man bremst sich teilweise eigentlich ein klein wenig selber. Ließ den Gegner auch wieder rankommen. Gewinnt man 5:3. Ein Langnau, das definitiv viel selbstbewusster auftritt. Besser auftritt, auch wieder Tore schießen kann. Aber am Ende reicht es eben gegen ein überaus energisches Ambri, vor allem in den ersten beiden Dritteln, dann nicht mehr als zu einer schönen Meldung, einer Zwischenmeldung, dass man da eigentlich ganz gut mitgemacht hat. Das war's, Ambri gewinnt mit 5:3 gegen die SL Tigers. Ich wünsche einen schönen Abend, schönes Wochenende, servus, baba. Natürlich gerade auch bei Lausanne sehr wichtig sein. Wenn man sich so schwer tut mit dem Tore schießen. Jetzt aber die Zuge. Erneut wird ein eigener Spieler abgeschossen. Klingberg. Gefällt dann den Kollegen natürlich gar nicht, dass die Aktion zuvor als Karl Klingberg da noch abgeschossen wird. Guten Möglichkeiten kommt. Vielleicht jetzt über Bosson. Zuspiel zur Mitte kommt. Dann trifft Genazzi diesen Scheibe nicht und dann kommt der Abpraller und der Treffer. Tim Bosson. Kommt da gleich zweimal zum Abschluss. Ein erstes Mal scheitert er am Hollenstein. Mit seinem Ablenker. Hier vielleicht die Chance, gleich einen zweiten Treffer nachzulegen in diesem Mittelabschnitt. Dann erstes Mal kommen sie, Kovac, noch einmal mit dem Pass. Und dann fällt der Treffer auf Jirsi Sekac. Erzielt seinen ersten Treffer der Saison. Kovac, der da geschickt verzögert, nicht selbst abzieht, sondern auflegt für Sekac, der da keine Mühe mehr hat, die Scheibe im leeren Tor unterzubringen. Herrlich herausgespielt, hatte zu Beginn dieses Mittelabschnitts mehr vom Spiel, konnte dies aber nicht in Tore ummünzen. In der Zwischenzeit musste man Lausanne aufkommen lassen, die prompt in diesem Moment auf 3:0 erhöhen. Damien Ria. Vorarbeit von Sekac, dem Torschützen zum 2:0. Legt da auf. Damien Ria zieht direkt ab. Wieder Kovac. Zum Spiel kommt nicht durch. Und jetzt die Chance. 4:0. Ken Jäger mit dem nächsten Treffer. Salomäki mit dem Zuspiel zur Mitte. Ken Jäger. Sekac muss dazu warten, bis die Scheibe ins Drittel kommt. Kommt jetzt. Und dann fällt der nächste Treffer, 5:0. Robin Kovac erneut mit der guten Übersicht, hätte wieder die Chance selbst abzuziehen, sucht den Pass zur Mitte, wo
Martin Gernath nur noch einzuschieben braucht. Jetzt die Chance für den EV Zug und da ist der erste Treffer gefallen. Gregory Hoffmann verkürzt hier auf 1:5. Klingberg mit der Vorarbeit bringt dann die Scheibe trotz viel Gegenwehr noch quer durch den Slot. Gregory Hoffmann braucht nur noch einzuschießen. Das ist noch nicht gegeben. Immer konnte man auf eine Niederlage reagieren. Nicht so in jüngster Vergangenheit. Da fällt da noch der sechste Treffer. Und damit zeigt sich einmal mehr, dass die neue Linienzusammensetzung von Head Coach John Vost voll aufgegangen ist. Sowohl die erste, wie auch die zweite, wie auch die dritte. Auch die Zuschauer sind zufrieden hier in der Woodworth Arena. Bayern hier bereits vor dem Schlusspfiff. Ihre Mannschaft feiern hier den ersten Saisonsieg, der in diesem Moment Tatsache ist. Und hier sehen wir den HC Ajoie in den weißen Einlauftrikots. Ajoie mit 3 Siegen auf dem Konto. Und er hier steht heute im Mittelpunkt. Birbaum, geblockt durch Noirot. Und Pfostenschuss, Birbaum. Der Schuss von Birbaum an den Pfosten. Die beste Möglichkeit von Ajoie nach 5 Minuten Pfostenschuss. Ja, die letzten Minuten gehören dem Heimteam. Wieder geht's Richtung Servet Kasten und Pfosten, Frossard. Beide Pfosten sind getroffen, links und rechts, doch die Mitte noch nicht. Ajoie mit Druckphase wieder zur Umrandung zum dritten Mal. Gibt es denn sowas dieses Mal von Schmutz? 33 Sekunden vor der Pause, das ist der Vorstoß von Frossa mit Pfostenschuss Nummer 2. Ja, gut zu sehen von dieser Perspektive. Und dann kommt das nächste Edelmetall, Lattenkreuz, Schmutz. Leduc und Bakos direkt, der Clou. Und der Stock vom Heißen liegt hier auf dem Eis und die Emotionen gehen hoch. Raus muss Götze. Und hier verliert Götze seinen Helm. Lekult. Filbula auf Traplo. Dieser schießt ein. Filbula. Mit dem Pass in die Mitte und direkt abgezogen. Genau, maßgenommen, Vincent Praplo. Nichts, alle 5. Brennan jetzt für Leduc in diesem Überzahlspiel. Da war es völlig frei. Mit dem Pass zu viel und jetzt doch noch mit dem Ausgleich. Das ist die Szene, Götze. Mit dem Zuspiel. Das war zunächst der erste Pass von Devos. Dann ist Götze nicht mehr zur Stelle, weil er sich bereits verschoben hat. Und Devos. An die Schwarz-Gelben. Auch dieses. Gewonnen von Devos. Heisen. Die Scheibe drin!
Abseits. Heisen hat den Stock im Spiel, der Rückkehrer. Abgezogen hat Brennan. Ja, die Scheibe nicht mehr abgelenkt. Brennan natürlich, der Torschütze. Auf Zuspiel von Heisen und Thomas. Die Freude ist groß beim Rückkehrer nach einem. Jacquemet und die Scheibe frei, fällt vor die Stockschaufel von Filppula. Winnick mit dem Zuspiel, dann Jacques mit dem Schuss, Abpraller und da lässt sich Filppula natürlich nicht zweimal bitten, schiebt ein zum Ausgleich. Schlusspunkt! 22 Sekunden hat's gedauert. Mussten sie lassen als Leader beim Underdog. Hier trifft er mit einem Hammerschuss. Und bezwingt Chacho, einen guten Damiano Chacho auf der Stockhandseite. Setzt den Schlusspunkt. Wir sind hier aber ein bisschen am Abrunden und wir haben gesehen, Aschua Genf 2-3 nach Verlängerung, Ambri Langnau 5-3, Lausanne Zug, das ist mal ein Ausrufezeichen vom No-Coach, immer noch Coach und immer noch weiter Coach, John Fust von Lausanne. 6-1 gegen Zug gewonnen und ein Spiel fehlt uns noch und das Spiel gegen Kloten und dort wollen wir schnell das 1-0 anschauen. Dort ist schon ein Evergreen, der das 1-0 erzielt. Der Beat Forster. Ja, super, die Zeit, die er hat, wird schön angespielt vom Jakob Wenk und sieht, dass er freies Eis hat, macht zwei, drei Schritte und dass er gut kann schiessen kann, das wissen wir nicht erst seit heute und verwünscht Zugkirchen im linken Ecken. Der gute Mann hat einige Jahre auf dem Buckel, hat etwa die Jahrgang, oder? Er ist ein Jahr jünger, 83. Also, darum spielt er noch genau. Und nicht mehr. Das Jahr macht es aus. Nein, der Mike Künzle, 2-0 in der 25. Minute. Ja, sehr schön bedient vom Dölemann, der freies Eis kommt hinter dem Goal durch als Verteidiger. Sieht den Künzle, wie er reinsticht und dann wunderschön, wie er sie versteckt. Zurkirchen im Goal bei Kloten, haben wir gesehen. Und dann ist Kloten nochmal dran gekommen, 1-2, durch Slalomläufer, hast du gesagt, Erik Fey. Ja, unglaublich. Dürfen wir gar nicht zu viel sagen, einfach geniessen. Das ist ja, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Genau, das ist wirklich wie der kanadische Slalomfahrer oder Thomas Grandy, der da alle aussteigen lässt. Also wirklich und Vreni Schneider als letzte Tor. Und wie er dann erst... Nein, super Einzelleistung. Und umzieht noch fantastisch. Nochmal. Erik Fey. Da hat er mal der Enkel. Oh nein, aber das ist der Grossmann, der ihm noch hilft. Genau. Der hat auf die Scheibe tippt und... Zum Glück haben die Bieler gleich noch gewonnen für den Robin Grossmann. Wir schauen den stellvertretendes 4-2 an von Gaito Haas. Ja, super, wenn er sich gegen den Bugo durchsetzt. Eigentlich genau das, was man den Nachspieler immer sagt, Druck aufs Goal machen. Da schützt er den Böck sehr, sehr gut mit dem eigenen Körper und lupft dann nachher nicht auf die Fanghand. Also das Goal ist extra klasse. 46. Minute, 4-1 durch den Gaito Haas. Der Jonathan Eng hat auch noch getroffen, zum 2-4 im Powerplay. Dann aber Fabio Hofer und Tino Kessler. Erfolgreich für die Bieler und so kann der Gaito Haas mit seinen Kollegen jubeln über das 6-2. Wir haben Freude gehabt, dass... Oder Freude gehabt, ist noch schwierig zu sagen. Jetzt habe ich gehört, Raffi, du warst es. Ich denke, wir hören den Lugano-Coach noch. Später... Ja,
Der Lugano-Coach, den können wir sonst noch zum Abschluss nehmen. Nein, ist gut. Wir schauen ist gut. uns doch schnell das Resultat an von dem heutigen Abend. Die haben wir hier auf dem iPad aufgeschaltet. Wir haben es vorher gerade gesehen. Ein Powerplay-Treffer, der Genf den Sieg bringt in der Verlängerung. Ein Ambri 5-3 gegen Langnau. Eine weitere Packung gibt es für den Aufsteiger. 6-2 für den EAC Biel. Und Lausanne schlägt Zug mit 6-1. Und bei unserem Hauptspiel, da gewinnt der HCD mit 3-2. Und wir wollen uns dann auch noch anschauen, was das für Auswirkungen hat auf Tabellen. Da sehen wir Tabellen. Und vielleicht darf ich das Wort gerade euch übergeben, was euch bei dieser Tabelle besonders auffällt. Wir haben Genf ganz oben. Mhm. Und unten haben wir die 3 Kellerkinder, die man so vor der Saison in allen Predictions gesehen hat. Die sind jetzt also tatsächlich auf den letzten 3 Plätzen. Aber die Pünktli dort, die Grünen bei den Genfer, 8. Sieg in Serie. Unglaublich. Ja, unglaublich. Auf der anderen Seite aber Ajoa, wo gleich noch einen Punkt kann, die Hype halten. Also auch sie sehr, sehr aufopfernd. Sie nehmen logischerweise in dieser Situation, wo sie sind, jeden Punkt. Wir haben heute einen riesen Save auch noch gesehen vom Chacho, vom Goalie. Ich glaube, Ajoa hat sich nicht versteckt und trotzdem aber Genf, wo weiter durchläuft. Und für mich ist aber noch ein bisschen so bezeichnend Platz 10, also nicht jetzt wegen Platz 10, aber Lausanne, wo ja eine riesen Antwort gegeben hat. Ja, mit dem 6-2 gegen Zug. Genau, wir haben gestern diskutiert, wir haben in der Vergangenheit über den John Fusch diskutiert, alle sind davon ausgegangen, das ist die nächste Trainerentlastung, es ist nicht passiert. Man hat auch ihm festgehalten und jetzt kann er mit seiner Mannschaft die Antwort geben gegen den amtierenden Schweizer Meister. Also ich glaube, für den Moment gibt es wahrscheinlich noch keinen Grund, um die Reissleine zu ziehen. Dritte Niederlage in Serie für einen EV-Zug. Der Dan Tangnes schon auf dem Sprung. Nein, logisch nicht. Also mein Zug ist, es ist Herbst für die Mannschaft. Das ist eine Mannschaft auch wie Zürich, wo am Schluss muss parat sein. Aber dass sie jetzt so gerade 6-1 einschauen, ist schon auch eher überraschend. Aber grundsätzlich am Zug mache ich mir definitiv keine Sorgen. Ambri mit 4. Sieg in Serie, dort läuft's. Ja, ich glaube, Ambri hat schon auch den Weg eingeschlagen oder können weiterziehen. Eben nochmal mit Duka und Cereda, wo sie den Weg einfach verfolgen mit den Möglichkeiten, die sie haben. Ich glaube, Ambri ist auch wirklich eine Mannschaft oder hat einen Trainerstaff, der all diesen 4 Blöcken Vertrauen gibt, einen guten Rhythmus hat, wieder gute Ausländer hat können verpflichten, einen guten Goalie hinein. Und sie sind einfach sehr, sehr leidenschaftlich und speziell, wenn sie daheim sind. Also wissen wir alle, ist es einfach sehr, sehr schwierig, im Tessin Punkte zu stellen. Hey, einer von 5 Schweizer Trainer in der National League bis heute Abend. Und heute ist der nächste dazugekommen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, 4:00 ab 6:00 ist die Meldung raus. Chris McSorley bei Lugano entlassen. Und der ist der U20. Headcoach von Lugano nachgerutscht. Der Luca Gianninazzi. 29-jährig, heute zum ersten Mal an der Bande gestanden. Und wir wollten hören, was der gute junge Mann zu sagen hat nach seinem ersten Spiel an der Bande von einem National League Club. Ja, das war wirklich ganz speziell bei der Luca Gianninazzi. So tönt der Mann, der das Interview noch sucht. Mama, es kommt jeden Moment. Es ist parat. So. Jetzt können wir reinhören. Wann hast du erfahren, dass du der neue Trainer von Lugano bist? Erzähl uns ein bisschen deinen Tag, welche Emotionen vor und während dem Spiel. Schon ein langer Tag. Ich bin auf dem Eis gewesen am Morgen mit der Kleinen, so mit dem 3-jährigen Kind, einfach Schule Hockey zu machen. Und ist einfach geil. Und dann nach der, ich habe mein Normaltraining mit U20 gemacht. Und dann so irgendwann am Nachmittag haben mich erfahrt, oder sie haben mir gefragt, ob ich das Team übernehmen wollte. Und ich habe das sofort ja gesagt und ja, jetzt bin ich da. Spürst du jetzt einen Druck? Du gehst von den U20 zu der ersten Mannschaft, eine wichtige Mannschaft. Sie hat Ziele, sie wollen in den ersten 6 gehen, sie wollen den Titel gewinnen einen Tag. Ich hoffe, ja, also, wie ich gehört habe, war der Ton nicht optimal gewesen. Man hat da nicht alles gehört. Aber es war auf jeden Fall ein spezieller Tag von Luca Gianninazzi. Aber bei uns auf den Social Media Kanal, da könnt ihr das Interview nachhören. Dann natürlich auch mit Ton. Nur eine kurze Zusammenfassung. Er war am Morgen noch in der Hockeyschule gewesen. Dann ist das Telefon gekommen. Und am Abend steht er doch tatsächlich an der Bande vom HC Lugano, von der ersten Mannschaft. Nicht mehr mit Hockeyschule, sondern National League. Verliert zwar sein erstes Spiel gegen den HC Davos. Aber immerhin, das ist mal ein steiler Aufstieg von der Hockeyschule in die National League. In nur einem Tag. Everything's possible. Normalerweise sagt man ja, die besten Trainer sind in der Hockeyschule, weil es sound so, ist Schlittschuhfahren und das lernt man in der Hockeyschule. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, spannend ist,
wenn er sagt, er war in der Hockeyschule gewesen, dann ist es effektiv so, dass sich die Verantwortlichen rund um den Marco Werder, wahrscheinlich auch die Vicky Mantegazza und Nett Dominik Gelli, wirklich relativ kurzfristig entschieden haben, um den Trainer zu wechseln. Und wir haben es zwei, dreimal heute Abend thematisiert, auch innerhalb von der Mannschaft. Also wenn wir jetzt das hören, gehe ich davon aus, dass auch die Mannschaft sehr kurzfristig informiert worden ist, vielleicht wirklich rund um die Pressekonferenz vom Viertel ab 6. Und ja, jetzt ist es, wie es ist. Aber das ist Back-to-Back-Games. Muss das wirklich sein? Ja, muss ich. Ich glaube, eine Trainerentlassung gibt es ja so oder so nie einen richtigen Zeitpunkt. Und wahrscheinlich hat sich einiges angestaut und das war jetzt ein Tüpfchen auf mich gewesen. Vielleicht ist auch heute Morgen noch irgendetwas. Muss ja irgendetwas, auf das wollte ich ein bisschen raus, wollen, ohne dass wir irgendetwas wissen. Aber es muss ja heute etwas vorgefallen sein. Sonst, glaube ich, triffst du den Entscheid nicht zu dem Moment. Oder schon? Ja, eben, das ist jetzt auch schwierig von so weit weg. Aber ich glaube, grundsätzlich hätte man ja noch einen Tag können warten. Aber vielleicht, wir wissen nicht, vielleicht war heute Morgen etwas nach dem Warm-up gewesen oder irgendetwas zwischen dem Netto und Nigelli und ihm. Und wahrscheinlich haben sie dann gesagt, ja, lieber jetzt und wir fangen dann neu oder wir fangen mit einem neuen Anfang an. Aber er hat mich jetzt schon auch ein bisschen erstaunt, dass er sagt, dass er am Morgen in der Hockeyschule war und noch nichts gewusst hat. Und dann am Abend steht er wirklich an der Bande vom National League Team. Also das Intro können wir nachher liefern auf unseren Social-Media-Kanal, auf den zahlreichen diversen. Und dort gerne auch eure Meinung möchte ich hören. Redet ein bisschen mit, nicht mehr wundern, wie das bei euch ankommt, die Entlassung von Chris McSorley und vor allem der Zeitpunkt von der Entlassung von Chris McSorley. Was haben wir noch zu vergeben, Raffi? Ein Mark Arcobello-Shirt, oder? Richtig, ein Mark Arcobello-Shirt, das ist noch zu vergeben. Es sind ganz viele Meinungen reingekommen zu dieser Trainerentlassung, aber es sind auch ganz viele Fragen von euch da aussen reingekommen bezüglich dem Powerplay-Thema, das wir heute Abend hatten. Für das schon mal danke viel mal. Und ich habe hier eine Frage ausgewählt von Ira Daking. Wir haben sie dann auch vom Sven Berger beantworten lassen. Was haltest du von der Powerplay-Auslösung, wo man immer zuerst noch den Rückpass gibt? Ja, die Frage ausgewählt. Weil da hat sich jemand wirklich mit Hockey auseinandergesetzt, mit Powerplay-Auslösungen, spielt vielleicht sogar selber und hat definitiv das Liebli von Mark Arcobello verdient. Gratuliere zu dem. Wir werden dich anschreiben, kannst unsere Adresse angeben und dann ist dann das in der Post für dich. Das wär's gsi von meiner Seite, von dem Abend, von dem Samstagabend. Es hat sehr viel Spass gemacht. Danke vielmals. Aber das letzte Wort, das übergebe ich natürlich an Mattu und meinem Namensvetter, der leider nicht mit mir verwandt ist, mit dem Thomas Walser. Wo leider? Sehr schön, Raffi, danke. Ist das eines der grössten Komplimente, die du hast? Ja, das ist, was ich gebe. Das tue ich nachher mit ihm noch persönlich besprechen. Okay, gut. Hat er nicht schlecht gemacht, oder? Hat er zum ersten Mal gemacht? Perfekt. Können wir ihm gratulieren. Danke vielmals, Raffi Walser, dir. Danke vielmals, Thomas Walser, dir. Danke auch, hat Spass gemacht. Und schlafen gut heute. Ich wäre auch gerne verwandt mit dir. Ja, so schön. Wobei, vielleicht. Mal, also eigentlich so, vielleicht ein Weihnachtsessen mit dem Walsi hätte ich gerne noch. Können wir darüber schwätzen. Können wir darüber schwätzen. Das ist ein gleich Dezember. Danke euch da draußen ganz herzlich zum Mitmachen für all eure zahlreichen Beiträge, weil genau das soll sein. Hockey am Samstag morgen, Hockey am Sonntag, das Spiel von der Woche. TV24 Freiburg gegen SCB halb 8 auf TV24. Die Rückkehr des Christy Domenico. Mit dem wird ich tendenziell, glaube ich, weniger gerne Weihnachten verbringen. Wo man sich trifft auf eine Schlägerei voraus. Im Schnee. Habt einen schönen Abend. Ciao zusammen. Danke vielmals fürs Zuschauen.